Ich möchte beim FIB spawnen, bitte. Oh, ich hab mich ausgelockt mit Handschellen, bro. Ein paar Sekunden später. Ah, ich bin aus dem Gefängnis raus. Vielen Dank, Mr. Krabs. Heute ist ein entspannter Tag. Heute wird niemand abgefuckt. Heute wird bisschen gechillt, bisschen nix gemacht. Oh, wir sind am Verhungern, Bro. Zum Glück hat das FIB eine Kantine. Zeige mir das Menü. Ein Glas Kaffee, $300. Donuts, $120. Alter, ist das teuer. Dann gehen wir uns einmal die Ausrüstung besorgen. Haben sie denn Handschellen? Oha! Es gibt nur noch zwei Handschellen? Es gibt nur zwei Handschellen? Was geht denn hier für ein Film? Naja, kann man nichts machen, ne? Auf, zur Arbeit! Was steht an? Irgendwas Krasses heute so? Nee, bei ihm? Eigentlich warten wir, dass sie was Krasses machen, ne? Nee. Die machen hier die Action, der Winkler. Die denken auch, ich bin Zauberer oder so. Die denken auch, ich komme auf den Server und mache einfach so aus dem Nichts irgendwie. Das passiert einfach, das ist Zufall. Ich will das meistens gar nicht, ja? Oh, oh. Oh, oh. Boah, Junge, ey. Hi. Hallo, kommen Sie mal kurz her vielleicht? Genau Sie, ich brauche Sie. Kenn ich Sie? Nein. Sie kennen mich nicht, okay? Sie kennen mich nicht! Okay, dann kenne ich Sie nicht. Heben Sie auf, was ich Ihnen auf den Boden geschmissen habe. Ja? Kommen Sie mit, folgen Sie mir. Du darfst nur nicht reden, okay? Du darfst nicht reden. Ja, okay. Einfach nur stumm rasieren. Das ist alles, was du tust. Das ist deine ganze Aufgabe. Okay. Hast du Kohle? Ich kann dir auch Geld geben. Haben Sie wirklich Geld? Psst, der Rasierapparat kann nicht reden. Oh, Ja, okay, er stand aber auch wirklich dumm auf der Straße, aber dann geht's gut. Halt die Fresse. Hey, ich kann mir auch einen neuen Rasierapparat besorgen. Nein, bitte nicht. Dann rede ab jetzt nicht mehr, okay? Okay. Wie heißt du eigentlich? Julian. Nein, ich weiß nicht raus. Ich behalte deinen Rasierer. Ich behalte deinen Rasierer. Junge, ich hab dem bestimmt 5-mal gesagt, heute nicht reden. Ich nehme dich mit, du kannst Haare rasieren, aber du darfst nicht reden. Ein Rasierapparat redet nicht. Was macht der? Er redet. Kann ich eigentlich Helikopter fliegen? Reicht mein Rang dafür aus? Tatsächlich. Haha, geil. Geiselnahme, 4 Personen. Hä? Ich flieg sofort an. Ich glaube, ich bin tatsächlich der allererste am Einsatzort. Ich regel das Problem. Im Verhandeln war ich bisher immer relativ stramm. So, hier unten. Oh, okay. Ich bin doch... Doch nicht der Erste am Einsatzort. Okay, alles klar. Ich nehme alles zurück. Ich muss jetzt nur noch hier sauber landen. So, ist doch gar nicht so schwer. Ja, das ist definitiv Yakuza. Guten Tag. Ein wunderschön. Wie schaut's aus? Noch haben wir keine Infos. Wir warten noch da vorne. Vorne sind welche von der NG in der Verhandlungsführung. Die kommen gerade zurück. Soweit erstmal das Gelände absichern. Weitere Infos folgen dann. Verstehe. Alles klar, weitermachen. Nee, warum? Sie sind doch gerade in der Verhandlungsführung, oder? Ja, trotzdem. Es gibt trotzdem noch Nee, ich möchte das schnell über die Bühne bringen. Wenn da andere Orgas hinterm Haus sind, müssen wir doch erstmal hier vorkommen, oder? Dann machen Sie das. Dann machen Sie das. Ja, also gut. Perfekt. Den glaub ich. Ja, ich sag ja nur, ne? Entweder verhandelt ihr mit denen oder mit mir. Ich wüsste, wie wir das hier ganz schnell klären könnten. Na dann. Naja, also zahlentechnisch sind wir eigentlich überlegen. Ist ein Punkt, ja. Wenn wir hier aber rohlos scheppern, dann sehen wir, haben wir erstens keine Sicht auf die Geiseln, was in dem Laden passiert. Das stimmt. Schicken Sie doch den Hund rein. Herr Winkler, wir brauchen mal einmal Ihr taktisches Verständnis. So, schauen Sie mal oben links. 2, da 2. Dann haben wir hier noch 2. Wir haben noch welche hinterm Haus, Herr Winkler. Also wir sind zahlenmäßig sehr weit unterlegen. Doch, wir sind nicht nur hier. Gucken Sie mal auf den Berg oben. Winkler, wir müssen wieder vor. Entweder wir schießen gleich, wir haben noch einen Vierer drauf hinterm Haus. Alles gut, keine Eskalation. So, ja. Was gibt's? Was gibt's? Wir haben es ja gerade besprochen. Ich warte gerade auf eine Rückmeldung. Bringt mir 2 Geiseln nach vorne zur Tür. Achso, übrigens, bevor ich das vergesse, ne, Ihre Leute haben hier gerade jemanden von uns festgenommen hinterm Gebäude anscheinend. Das gehört nicht dazu, ne? Ich klär das ab. Ich würde sagen, wir holen die Waffen raus, Jungs. Nein, wir bringen nicht die Geiseln in Gefahr. Machen wir nicht. Da kommen die 2 Geiseln. Und wenn doch, dann ohne das LSPD. Die haben nicht mehr. Die haben nur 2. Die flunkern. Ich würde hier echt liebend gerne Schießerei sehen. Wie stelle ich das denn am besten an? Jungs, wie stellen wir das denn hier am besten an, dass wir sofort eine Schöpperei auslösen? Nein. Du kannst in das Auto einsteigen und einmal in die Menge fahren. Glaub nicht. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Ja, also... Du musst dich jetzt so langsam entscheiden. Warum muss ich mich entscheiden? Ihr wisst, wie ich entscheide. Wenn ich sage schießen, dann schießen, ne? Also... Ja, dann sag schießen. Also, wie gesagt, mit Geiseln Zugriff ist nicht drin. Das ist doof. Ja, ich weiß. Das ist doof. Ja, was machen wir jetzt? Mr. Police Department Chief Führer Verhandlungsmacher. Tick-Tack, die Uhr tickt, die Zeit läuft aus. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Zugriff. Ja, der Kollege, der macht das, der Kollege, der koordiniert das, ich mache hier gar nichts. Ich werde nochmal gerne meinen Vorgesetzten fragen, aber von meiner Seite aus
macht das LSPD nicht mit dabei mit. Warum? Daher, warum will das LSPD nicht mithelfen? Warum? Wieso? Ja, entweder Zugriff oder ihr fahrt ab, ne? Gib der Spezialeinheit Bescheid. Wir machen jetzt Zugriff. Ja. Okay. Das Dach ist am schlimmsten. Da sind die meisten. Ja, anscheinend machen wir jetzt doch mit. Wir könnten jetzt Zugriff. Jetzt. Gucken wir, wie viele da sind. Die gucken alle. Jungs, Jungs, wir scheppern jetzt. Wir knallen da voll rein. Machen wir. Ihr müsst auf das Dach aufpassen. Da sind unglaublich viele. Da sind bestimmt 10 Leute auf dem Dach. Sie verteilen. Das, machen Sie doch den ersten Schuss. Das wäre sehr schön. Oh, kein Problem. Nee. Stabile Seitenlage. War doch gar nicht so schwer. Ich hol hoch. Sehr schön. Einmal Deckung. Raus, Jungs. Ach, verteilen. Winkle. Sind die Geiseln safe? Auf dem Dach sind noch drei. Abmarsch. Noch ein bisschen mehr als drei. Ein bisschen viel mehr als drei. Leg dich hin, Junge. Was bist du? Wer bist du, du Andy? Leg dich hin. Und das kommt vom FIB da, Junge. Alle tot, alle neutralisiert. Da liegen sie, Junge. Was für Schmutz sind die, Junge? Leg dich hin, ihr Andys. Mach mal Mund zu. Junge. Lief doch super. Ich sehe hier kein Problem. Lief doch wie an Schlürchen. Also, soweit ich weiß, haben auch alle vier Geiseln überlebt. Ja. Es ist immer wieder dasselbe. Es funktioniert jedes Mal. Die schießen die Geiseln nicht um. Mich wundert's, dass es immer klappt. Mich wundert's wirklich. Das ist doch ein gelungener Einsatz gewesen, hä? Junge, ey. Jamal, mach schwerer. Grauenhaft. Da hinten sind zwei neue Einsätze aufgeploppt. Drei Einsätze. Okay. Direkt hier unten. Oh. Ich glaube, das ist MG13. Was machen die denn hier? Oha. MG13, was machen die? Da fliegen wir hinterher. Oha, was geht denn hier ab? Oha. Massengambo. Wir haben hier sogar Sniper auf den Dächern. Ah, ich muss landen. Um Gottes Willen. Kollegen, was ist hier los? Herr Ritter, was ist hier los? Da hinten wird auch noch geschossen. Die zinken Kollegen. Aber ich muss ganz, ganz pink weiter, ne? Nein, warte mal. Ich brauche deine Sniper. Gib mir bitte mal die Sniper. Tschüss. Bitte. Ich muss weg. Ah ja, Herr Ritter. Alles klar. Der Helikopter. Jawohl. Gut geschossen. Ja, ich würde mal sagen, wir haben gewonnen, oder? Das sieht mir stark nach einem Win aus. Junge, wie viele hier aber auch einfach am Scheppern sind. Mitten in der Stadt. Herr Winkler, bleiben Sie kurz hier. Der Ritter holt Ihnen einen Sniper. Ja, ich bin halt überrascht. Ich bin hier zufällig vorbeigekommen und hier war so eine riesige Schlacht einfach. Mitten in der Stadt. Wie viele Leute sind denn da? Guck mal. Was ist das? 50 Mann oder wie? Wie Ameisen. Ja, also Marabunta hat versucht, alle Leute zu sehen, ne? Oh, ich habe einen Verkehrsunfall mit meinen eigenen Augen gesehen. Die hatten keine Chance. Junge, geisteskrank. So viele Leute. Das ist echt heftig. Mitten in der Stadt einfach so eine Schepperei ausgebrochen. Dafür muss ich sagen, liebe ich den Server. Wirklich. Die holen die wieder hoch. Da steht wieder einer. Welch eine tolle Landung, Herr Ritter. Geben Sie mir sofort das Spaßgerät. Hier, MK2. MK2. Ich werde sie sofort austesten. Kann ich auch zoomen irgendwie? Wie kann ich zoomen? Nee, geht leider nicht. Geht leider nicht bei der. Aber Sie können einfach so draufhalten. Das passt schon. Erstmal viel Spaß. Ja, vielen Dank für das Gerät. Oh, ja. Das sind die Kollegen. Die sind ein bisschen sauer. Wow. Achtung. Ich kann nicht fliegen. Nee, Vorsicht. So, FAB ist hier. Was geht ab, Leute? Oh. Junge, was machst du, Alter? Hilfe. Junge, Winkler, was ist denn hier los? Ich verstehe kein Wort, wenn 300 Leute gleichzeitig reden. Wie soll man denn da was verstehen? Was für ein Haufen NPCs. Cool, alle abfahren, das sind wir alle hier auf dem Dötz, ne? Deswegen. Ja, war ja wirklich eine super Show hier. Eine absolut super Show. Wo ist eigentlich das HQ von MG13? Hier, ne? Marabunta Grande. Da fliegen wir mal vorbei und fragen die, was diese Aktion sollte. Ein paar Sekunden später. Moin, Jungs, was geht ab? Weißt schon, dass das hier unser HQ ist, ne? Ja, ich wollte eigentlich nur nachfragen, was das für eine Aktion in der Stadt war. Okay, dann reden wir nicht miteinander, ist okay. Was denn für miteinander reden? Du kommst hier in mein HQ rein und willst hier, weiß ich nicht, was tun. Dein HQ? Wie bitte? Gar nichts. Wie ist denn deine Dienstnummer? Ich stelle mir jetzt eine kleine Gambo-Truppe zusammen. Eine kleine Gambo-Truppe, um MG13 zu scheppern. Hallo. Santos, einsteigen. Gambo-Truppe, noch zwei, die gut schießen. Crown. Ich bin Soldat. Du bist Soldat, du kannst gut scheppern. Komm, einer noch. Ich darf noch gar nicht mit. Einer noch. Ich brauche noch einen. Eine Person, die gut scheppern kann. Später. Wir werden jetzt darauf losschießen, okay? MG13 ist das Ziel. Easy, yep. Digga. Oh, stimmt. Hier sind die ja sofort. Die haben ja ihr HQ hier drin. Oh. Ich will eigentlich nur drauf losschießen direkt. Können wir von hier oben da reinschießen? Zählt das da schon als außerhalb vom HQ? Das hier oben, die drei. Okay, wir steigen aus, scheppern die drei um und steigen sofort wieder ein. Jetzt.
Einsteigen, abhauen. Einfach Attentat. Die sind noch drin, ne? Ja, ja, alles das gut. Da kommen noch mehr. Die heben die jetzt wieder hoch und jetzt kommen wir nochmal. Pass auf. Jetzt. Komm, nochmal. Okay, wieder zurück. Die kommen aber nicht mehr raus. Guck mal, die klumpen da unten zusammen. Was los, Jungs? Was los? Hallo, wie kann man helfen hier in unserem HQ? Ah, jetzt ist unser HQ. Eben war es noch ihr HQ. Du kommst hier in mein HQ rein. Das PD wird gleich von dem Blatz gestürmt. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir Global anfahren oder PD retten? Um Gottes Willen. Erstmal gucken, was hier abgeht. Oh, oh. Hallo, Jungs. Ey, die haben gar keine Geisel. Wie, was? Wie bitte? Die haben keine Geisel? Nein, doch. Passen Sie auf. Wir waren da gerade hinten drin. Und ihr, also wie die das zusammenfassen, nein, meinen die, die zielen da hinten auf zwei Leute, die angeblich auf die Toiletten wollen. Die haben keine halt Geisel. Wir machen das ganz einfach. Ziel. Ganz einfach, Jungs. Waffen in die Hand nehmen. Waffen raus, Jungs. Ja. So, ja, Sir. Und rein da. Junge, was zur Hölle passiert hier? Was ist hier passiert? Nach vorne. Dominanz beweisen. Rein. Dominanz. Wie Green Zone? Was ist das denn? Grüne Wiese. Wie grüne Wiese? Was? Ja, das ist grüne Wiese. In dem Ding drin. In dem Ding ist grüne Wiese. Ach. Wir können die nicht abschießen. Die müssen erst den Raub starten. Dann ist die grüne Wiese weg. Ach so, die haben noch nicht mal einen Raub gestartet, ja? Nee, die haben nur eine Geiselnahme gemacht. Und deswegen ist da noch grüne Wiese. Wenn die aber drauf starten, ist die grüne Wiese weg automatisch. Nein, ich bin schuld. Geiseln drin. Ja, ich weiß. Mein Fehler. Entschuldigung. Mein Fehler. Dann gehen Sie doch nächstes Mal mit der Handysniper auf den Berg. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass der Raub noch gar nicht gestartet ist. Digga, was ist denn das hier für eine Scheiße? Ihr hättet doch nicht machen können. Ist doch alles gut. Ich bin nicht in den Knast. Komm raus jetzt. Was hat er denn? Warum ist der so komisch? Nee, jetzt haben wir ein Problem. Na, tut mir leid. Wer ist der denn, Digga? Bruder, meine. Hallo, bitte nicht den Helikopter haben. Bitte. Aua. Alter, geh rein, Alter, aua. Okay, bitte nicht mehr. Junge, dieser kleine 13-Jährige ist ja richtig am Nerven. Bar, ey. Heli, bitte. Junge, dieser Sheriff-Department-Typ, der ist ja mal maximal nervig. Bar. Der Herr, bitte aufhören. Der Heli. Der Herr, warten Sie, hören Sie kurz. Das ist Santos. Bitte, halt die Schnüss. Du bist ja richtig nervig. Ey, kannst du den einfach hochlassen, bitte? Komm, ja, bitte. Klar. Alles gut, ich lass euch jetzt. Ich hau ab. Ich geh. Alles gut. Oha, ich sterbe. Oh. Oh. Oh, shit. Oh, wow. DHL. Nicht schießen. Ja, dann ist es ja ein klarer Fall von RDM. Die Tür an. Also es ist vollkommen okay so, aber... Ja, aber das ist doch komplett scheiße so. Also ich meine, was soll die Kacke, Digga? Als ob das die jetzt ernst meinen. Doch, das ist doch schon die ganze Zeit so. Aber es ist doch okay. Lass dich doch nicht ärgern davon. Also er hat mir gerade die komplette Situation zerstört. Ja, Bruder. Winkler, bitte nerv jetzt nicht. Ja, wo fahren Sie heute hin? Streife. Darf ich mitfahren? Nein! Bitte. Wenn er jetzt mich nervt. Ich hab doch sonst niemanden, mit dem ich jetzt Streife fahren kann. Fahr alleine. Ich hab sonst niemanden. Ja, such Freunde oder so, keine Ahnung. Sie können doch mein Freund sein. Nein! Bitte nicht aufregen, ich klär das, okay? Fahr mal weiter, Herr Quill. Herr Winkler, haben Sie denn keinen Streifenpartner? Komm, Winkler, fahren Sie mit mir Streife, komm. Nein, Herr Quill heißt er also. Herr Quill, bitte lassen Sie mich mit ihm fahren. Nein. Herr Quill, bitte. Woher weißt du meinen Namen? Das hat der Kollege gerade gesagt. Fahr doch einfach weiter. Mach dein Video und fahr. Herr Quill, ich bitte Sie. Junge, warum bist du so schnell? Sprich doch gar nichts dagegen. Herr Winkler, haben Sie keinen Streifenpartner? Nein, die sind alle verloren gegangen. Warum? Wohin denn verloren? Weiß ich nicht. Och, Leute. Müsst doch nicht mein Auto kaputt schießen hier. Hallo. Reicht doch, Junge. Ich brauche eine Reparatur. Ganz schnell, bitte. Sehr geehrte Engel. Ah, danke schön, Ehrenmann. Herr Quill, bitte. Nein, nerv mich nicht. Herr Winkler, nein. Sprich doch nichts dagegen. Okay, warte. Ich verstehe nicht, warum die Kollegen auf mich schießen. Ich bin kein Kollege. Jetzt warten, dann warten Sie auch. Nein, hauen Sie ab jetzt. Ich will nur mit dem Herrn Quill, nicht mit Ihnen. Nein. Hauen Sie ab. Ja, was? Wir können ihn nicht alleine lassen. Wo ist der Herr Quill? Sind Sie Herr Quill? Hallo? Nein, der Herr Quill stand gerade auf Ihrem Auto. Da warten Sie, wir können den Herr Quill nicht alleine lassen. Mit dir will ich nicht Streife fahren, du bist nervig. Warum? Oh, okay, dann nehme ich dich jetzt mit. Oh nein, bitte nicht! Nicht! Quill, lass mich! Wo soll ich jetzt einsteigen? Bei mir? Nein, steig nicht ein! Ach, Herr Winkler! Quill, ich warne dich, steig nicht ein! Ich will auch nicht einsteigen! Herr Winkler, erinnern Sie sich noch an den grünen Ford Focus RS? Geh den Leuten mal nicht auf den Sack hier. Oh, toll, jetzt ist mein Auto kaputt, super. Was? Ja, ist mein Auto zerstört, dankeschön. Ah, was geht, Dicker? Ah, jetzt heißt was geht, Dicker. Komm, lass mit deinem Auto hinterher fahren. Mach auf die Schüssel. Okay. Steig ein. Ach, egal, danke. Ja? Ja, ist doch meiner, was geht? Gut, ich steig ein, Herr Winkler, okay? Junge, kann ich dich irgendwie stummen oder so? Du bist ja maximal nervig. Wir sehen uns in der Hölle, Jungs. Okay, ich steig aus. Okay, ich steig aus. Ich steig aus.
fick da, nein, 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 nein. Tuschproblem ist. Oh, ich bin da, ich klär das. Wo liegt das Problem? Die Dame meinte, die wäre respektlos. Also nicht die Dame. Der Herr war. Also nicht die Dame, sondern der Herr. Gesagt. Der Herr meinte, der wäre respektlos und meinte, okay, ja, jetzt, ist die, Waffe, jetzt ist die Waffe weg. Jetzt steige ich aus. Ich verstehe kein Wort. Perfekt. Ich habe mich bedroht gefühlt, deswegen. Ich hatte von wem? Von wem bedroht? Mein Kollege eigentlich. Mit der Langwaffe. Der stand mit der Langwaffe hier. Da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich verstehen. Feier, feier, ey. Luschen. Wir vergessen wir doch das Einfache. Das war eine Rentnerin. Das ist eine Rentnerin. Doch, ja, doch. Ja, wollen bestimmt auch ihre Arbeit nachgehen. Herr Winkler. Oh nein, 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 nein. Steig ein, Schatz. Illegal. Schatz, steig ein. Wenn der Winkler hier ist, dann mache ich da nicht mit. Nee, ich auch nicht. Ja, nee. Ja, komm, oh, Alter. Ist das dein Ernst, oder was? Komm, ach komm, Alter. Ach so, ein Schmutz. Ah, Alter, nee, nee. Los. Hey! Hallo, Kollege, was soll der Scheiß? Lass mal die Dame los. Ich würde sie so loslassen, wenn Schmutz, sie mich loslassen. Mann. So ein nee, Schmutz. Nee, nee, nee. Kommen Sie mal mit, das geht gar nicht, was Sie übertreiben. Ich kann sie nicht loslassen, weil sie mich nicht loslassen. Mach den mal weg. So, was soll der Blödsinn, Kollege? Also, ich kann Ihnen genau sagen, was das soll. Ja, da will mir bestimmt wieder im Kopf rasieren. Da bin ich gespannt. Ja, der rasiert die Köpfe. So ein Schmutz, Alter. Wirklich, so ein Schmutz. Na komm, rasier mal den Kopf los, komm. Ich will ihn den Kopf doch gar nicht rasieren. Oh mein Gott, Digga. Ich wollte sie nur kidnappen. Schön. Wir fahren jetzt zum Friseursalon. Ja, dann mach mal. Hallo, ich kidnappe jetzt ihre Freundin. Ja, mach, was du nicht lassen kannst, du Stück Scheiße. Der eine hat einen Stock im Arsch. Das habe ich auch von alleine gemerkt. Ist das ihr Mann oder ihr Freund oder so? Ja, das ist mein Freund. Also Freund oder nur Freund? Fahren Sie zum Friseur. Ich kidnappe ihre Freundin. Ja, mach, mir egal. Ich werde ihr die Haare kahl rasieren. Ja, ist nur ein Spiel, mach, was du willst. Wie, das ist nur ein Spiel? Das ist das echte Leben. Ach ja, komm, mach dein Content und gut ist. Was wollen sie von mir, hä? Geht's ihnen irgendwie schlecht? Brauchen sie irgendwie... Nö. Mir geht's super. Bro! Hey, das ist jetzt aber nicht so nett. Oh. Hey, Kollege, das ist jetzt aber nicht so lieb. Das gehört sich nicht, sowas macht man nicht. Du machst es doch selber permanent. Jetzt machst du gar nichts mehr, so. Ich park jetzt hier, so. Und ich ruf meinen Engel. Ach nee, stimmt, du darfst dir alles erlauben. Ich weiß nicht, wovon du redest, Bro. Ja, ich auch nicht. Und, wie gefällt's dir beim FIB? Oh, ganz gut. Das ist schön. Wo ist denn ihr Mann jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Ist er nicht hier reingelaufen? Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, rufen Sie den doch an. Es geht nicht, ich bin gefesselt. Entschuldigung. Wow. Ist hier ein wütender Mann vorbeigerannt? Nee. Ach, wo ist der denn? Der war doch gerade noch hier. Verdammt nochmal. Ich lasse dann einfach wieder gehen. Ist okay. Nee. Jetzt komm ich in Fahrt. Komm. Nee. Steigen Sie ein. Nein. Oh ja, komm. Tschüss. Das ist nur ein Köder. Ich habe sie nur als Köder ausgesetzt. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wird der Typ nämlich gleich wieder hier auftauchen und sie mitnehmen. Ein paar Sekunden später. Ich bin so schlau. Ach, wie schön, dass ich Sie hier wieder antreffe, Mensch. Nee. Hallo. Moin. Ja, doch klar ist er das. Ich wollte sie dann doch mitnehmen. Ey! Ey! Ja, von vorne Handschellen anlegen, perfekt. Keine Gewalt. Man hört dich nicht, du Stück Scheiße. Keine Gewalt, habe ich gesagt. Gehört sich nicht sowas, hä? Macht man nicht. Du hier dein Unheil treiben darfst, Alter. Das macht man nicht. Ja. Das macht man wirklich nicht. Ja, Hilfe. Das ist der Herr Winkler. Nein, der nein. Hat ihn festgesetzt, obwohl er kein Recht dazu hat. Nein. Hilfe. Nein, der ist wirklich schuldig, der Mann. Ja, der ist schuldig, klar. Ey. Sie wissen, dass Sie schuldig sind. Ich mach mal meine Stimmbänder kurz aus. Nein, müssen Sie nicht tun. Es war alles gut. Mann, warum tust du das? Jetzt bringst du mich in die Hut von der Russian Mafia. Weinen Sie etwa? Irish Mafia. Nein, ich weine nicht. Sorry, ey, Bro, sorry. Ich wusste nicht, dass das euch ist, okay? Ich muss nur heilen. Ja, okay, mach. Alles gut. Ich muss mich nur kurz... Ja, ich bin sofort wieder raus. Ach nein, das seid ihr wieder. Ich bin sofort hier weg. Aber hi, na? Ja. Und, wie geht's Ihnen? Nee, ich bringe Sie jetzt zum Friseur. Okay. Wissen Sie was? Nee, ich bringe Sie wieder zurück. Okay. Sie sind mir zu nett. Wo ist die Frau? Ich bringe sie zur Frau. Da, wo sie mich gerade, glaube ich, ins Auto gepackt haben. Ah, da, ist jetzt klar. Links runter. Ja. Oder auch nicht. Bam, Junge. Bro. Kann man dir irgendwie helfen, Benny oder wie auch immer du heißt? Du machst das hier die ganze... Ja, okay, super, danke. Hey, was passiert mit den ganzen Leuten? Guck mal, der hängt hier ein bisschen ab. Der hat einen zu viele getrunken. Ey, das sind Kollateralschäden, die will man eigentlich nicht verursachen, aber sie passieren einfach. Aber sie passieren, ja.
immer. Ja, trotz alledem muss man dich jetzt irgendwie hier loswerden. Hier, ich lass dich wieder raus. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Das ist dann ihr Freund. Aussteigen, euch die. Das ist ihr, ich bin FIBler, mach mal halblang. Hallo, komm mir jemand FIBler die Fesseln, bitte dann Dienstausweis. So. Meinst du, ich könnte fesseln, wenn ich kein FIBler bin? Oder mit FIB-Autos rumfahren, wenn ich kein FIBler bin, ha? Ja, was? Ja, geht. Hat sich die Frau gerade wieder eingeloggt? Die loggen sich aus und loggen sich wieder ein. Ich mache jetzt Spionagearbeit, okay? Pass auf, ich mache jetzt hier Spionage, okay? Ich verfolge die beiden jetzt und gucke, was sie vorhaben. Kannst du dir eine Maske anziehen und dir auch ein Rasierapparat gerade besorgen? Geht nicht. Ich hab eine Krone über dem Kopf. Ich kann die nicht wegmachen. Dann brauche ich ja einen Friseur. Ich selber kann es ja auch nicht, weil ich FABler bin. Oh, ich muss schnell nach unten. Meine Situation, meine Chance. Das war so klar. Ja, der mag uns. Finde ich schön. Ah, ich geh da mal. Tschüss. Kommen die da raus? Nein, nicht die schon wieder. Die sabotieren mich. Hallo. Wissen Sie einmal. Sind voll festgenommen. Sie beruhigen sich. Was habe ich getan? Sie beruhigen sich, mein Herr. Frag mich, ich wollte Sie nur fragen, weil Sie die ganze Zeit abhauen. Wir wollten nur mit denen reden. Ja, was habe ich denn getan? Wir haben Sie jetzt die Dings weg. Ich wollte ja an den Geldautomaten. Ach so, wollten Sie an den Geldautomaten? Ja, lassen Sie mich ja jetzt los. Machen Sie die Handfesseln ab. Okay, dann gehen Sie sich um. Wei, oh wei, oh wei. Ihnen denn das Auto, was da... Ja, aber... Nein, das gehört mir nicht. Ich bin zu Fuß. Sind zu Fuß. Also, ich habe Sie gerade mit diesem Auto gesehen. Das kann nicht sein. Kann ich sagen, dass meine blinden Augen noch blinder sind, als ich glaube? Das muss so sein. Ich habe extra diese Brille an. Ja, das muss so sein. Dadurch sollte ich schauen. Der hat die befreit, Junge. So wie es aussieht, gehört Ihnen ja doch das Auto. War der nicht mal beim Dings, PD? Ne, das ist gar nicht mir. Sehen Sie, ich kann es nicht aufschließen. Ich glaube, er kann die Orgas wechseln wie seine Unterhosen. Nein, warte, nein. Wir machen das Auto weg. Keine das gehört gar nicht mir. Ja, warte, wir... Hallo! Ah. Hallo! Nicht abgeschlossen und Motor laufen gelassen. Das sind mir doch die Liebsten. Und das andere können sie auch nicht benutzen. Jetzt stecken die fest. Doof. Stehen bleiben! Haben Sie die Dame gerade... Haben Sie die Dame... Hier ist eine Geisel. Das geht nicht. Sie können die Dame nicht als Geisel nehmen. Doch. Das geht jetzt. Wir spielen jetzt Schach, okay? Das geht nicht. Stehen bleiben! Das ist jetzt mein Auto. Ich bin Marathonläufer. Ich mach das mit. Komm, steigt ein. Ich gebe euch das Auto wieder. Kommt, einsteigen. Wir tauschen woanders. Oh, ich bin ganz schön schnell unterwegs. Dieser Sand ist so rutschig. Ey, ich habe die Kontrolle verloren. Nein! Ich kann nicht schwimmen. Ich werde sterben. Oh, ich habe die Kontrolle verloren. Oh, das war jetzt aber schnell. Das ging jetzt aber sehr fix. Tschö, Jungs. Ich fahr dann. Nein. Das ist unfair. Das ist unfair. Jo, hau da rein. Tschö. Das ist unfair. Ciao. Nein, das können Sie nicht machen. Haust du rein. Das ist unfair. Jo. Das ist unfair. Bis zum nächsten Mal. Nein. Tschüss. Nein. Tschüss. Nein. Wo sind denn jetzt die guten Herrschaften mit dem Taxi unterwegs? Bestimmt Richtung Stadt. Weißt du zufällig, wo die hin sind? Mit dem Taxi so? Ich kann es dir nachschauen, wenn du kurz hier bist. Ja. Oh, nein, never mind. Raubüberfall. Hat sich gerade geklärt. Wow. Den Überfall hat genau eine Person gemacht. Zwei Personen. Ja, dann bin ich tatsächlich mal der Erste. Hallo, bitte nicht einsteigen, ja? Wir verhandeln noch. Ah, alles du. Mach mal die Hände hoch. Wir müssen noch... Hände. Wir müssen verhandeln. Hände hoch. Okay, alles gut. Weg, Hände hoch. Darf ich mich kurz bandagieren? Ja. Nein, darfst du nicht. Bro, mir geht's nicht gut, ja? Bro, guck mal. Was willst du von uns? Hey, ich hab gesehen, hier ist ein Raubüberfall. Ich wollte einfach nur gucken. So, ein Raubüberfall? Nee, hier ist gar kein Raubüberfall. Wenn ihr einkaufen. Ach so, ihr wart nur einkaufen? Ja. Aber dann ist ja gut. Ja, uns da okay, drin hat uns nur einer okay, guck mal, belästigt. Ganz ehrlich, komm ich mehr oder komm ich nicht? Oder hältst du uns hier gerade auf? Nein, Mann, ich war gerade um die Ecke. Ich war wahrscheinlich der Erste. Komm noch mehr? Haben die was gecallt? Nee, nicht, dass ich wüsste, keine Ahnung. Könnt ruhig fertig machen. Also, aber versteckt euch ein bisschen. Aber versteckt euch ein bisschen hinter den Kleidungsdingen. Ey, kannst du sagen, wenn die kommen? Ey, kannst du sagen, wenn Leute kommen? Ja, kann Wir ich machen. Wir machen dann 50-50. Kann ich machen. Aber versteckt euch wenigstens. Macht jetzt rein mit euch, beeilt euch. Ey, entweder du fährst weg oder ich knall dich ab. Fahr mit dem Auto weg. Bro, ich dachte, wir haben eine Abmachung. Keine Ahnung. Oha! Pack deine Hände hoch. Nö. Denkst du, du kannst... Ey, du... Bleib drin! Bleib, wo du bist! Knall ab, knall ab, knall ab! Ja, du Hund! Oh, ich gehe, okay? Ich fahr weg, gib mir die Handschellen zurück. Gib her! Gib mir meine Waffe wieder! Okay. Gib die Waffe wieder! Ja, aber ich... Geh weit, komm nicht da! Nein, wenn du zu nahe kommst...
Bleib stehen, ich droppe dich hier. Oh nee, nicht er. Helfen Sie mir doch. Helfen Sie mir doch. Nehmen Sie die doch fest. Warum? Was machen die? Die wollten den Laden ausrauben. Sehen Sie das nicht, Leute? Hallo. Oh mein Gott. Was gibt dir alles? Ey, Bukimis, warte, ich geb dir alles. Gib jetzt. Gib her. Ja, ich geb ab. Lauf mich hinterher, Bro. Du wirst mich kaufen. Ich geb dir alles. Junge, ihr seid schon dumm, ne? Junge! Hört doch auf zu schießen! Ja, wie dumm seid ihr denn? Aussteigen. Gib mir jetzt meine Waffe und dann ist cool. Winkler, warum hast du dir die Waffe gegeben? Der hat mir die abgezogen. Bro, denkst du, er hat mir freiwillig gegeben oder was? Jo. Ich kann nichts dafür, dass ihr hier anfahrt wie Muschis. Jetzt mach den Überfall. Helf die hoch! Oh, nicht mehr. Klopf, klopf. Wer sind Sie? Ich wollte Praktikum machen. Ja, super. Dann laden Sie doch gerne ein. Ich habe sogar meine eigene Waffe dabei. Das ist doch sehr prickelnd. Wo sind Sie denn aktuell eingestellt? Nirgendwo. Ja, super, dann doch, Sie sind tatsächlich irgendwo eingestellt. Nee. Doch. Ich kann Sie leider nicht einladen. Tch. Super. Ich glaube, ich kenne festgenommen! Oh nee, nicht schon wieder! Nein! Oha, sehen wir mal ein schönes Bike. Danke sehr. Moin! Hinter euch. Geh weg! Stopp! Nicht wieder! Bitte, nein! Geh weg! Geh weg! Bitte, nicht schon wieder! Geh weg! Geh weg! Kann ich dich dafür festnehmen? Nee, ich hab keine Handschellen mehr. Geh weg! Ja, gib mal Handschellen. Gib mal. Warte, komm her. Nur noch Ostdeutschland. Ostdeutschland. Geh mal weg, der Weiße. Maul. Geh mal weg. Das ist grüne Wiese. Sollen das werden, Alter? Kann Officer mir eine Anzeige aufnehmen? Geh mal weg. Brauch noch einen Rasierapparat. Hat jemand einen Rasierapparat dabei? Ja, warte, komm. Ja, komm her. Ich fahr dich. Komm, drop mal. Nein. Drop. Ja, warte. Edward Marshall, du scheiß Wessi. Viel Spaß damit. Komm, ja, ey, komm mal mit, Maskierter, komm mal mit. Ja. Maskierter. Ja. Komm mit. Soll ich dir die herlocken? Ich hab ihre Nummer. Wem gehen wir Glatzen rasieren? Let's go. Action, Attacke. Viel Spaß. Nur noch Ostdeutsch. Schnell hier weg, weil da sind zu viele Fans. Also, der eine, der die Nummer hat, der muss die herlocken, ja? Ach, ihr wollt der Harris eine Glatze schneiden? Ja, aber du bist der Friseur. Maskierter Friseur, du darfst nicht reden, ja? Ein Rasierapparat kann nicht reden. Hier ist dein Apparat wieder. Warte mal. Ja, warte, gib mal kurz deine Hand. Ich glaube, ihr müsst halt fesseln, ne? So. Super. Aus wer? Ich fessel die, ja? Ich ruf die an. Ich sag, hier wartet ihr Geliebter. Sag, die soll hier hinkommen. Ja, okay. Rasierparat, steig ein. Komm hier rein. Sag, du willst dich hier mit der treffen, okay? Digga, der möchte die Dings. Irgendwas. Komm, warte, ich beschütze dich. Doch. Die kommt nicht, warte, ich geb dir die Nummer. Nein, okay. Sag, die soll kommen, ruf weiter. Ich hab die auch. Da ist sie. Wir will Schutzgeld haben. Schutzgeld wollen. Moin! Mindestens 10.000. Oh. Öffentliche Hinrichtung mit der. Öffentliche Hinrichtung. Jawohl, das hat geklappt. Schön. Frau Harris, wir haben es ihnen gesagt. Sie hatten die Chance, aber sie haben sie nicht genutzt. Warum redet die nicht mehr? Die redet nicht mehr. Die ist voll stumm, die Frau. Nee, Frau Harris. Ach, Digga. Oh, nee. Digga, ist einfach noch drüber gefahren, ehrenlos. Ey, das ist der Falsche. Top. Das ist euer scheiß Problem, Digga. Chill mal. Ciao, schönen Abend. Ja, verpisst euch, tschüss. Tschö. Warum so mad? Nur weibliche Glatzen. Easy. Nur eine weibliche Glatze. Ob der so weiblich war, ich weiß noch nicht. Nur eine weibliche Glatze ist eine gute Glatze. Stopp, halten Sie an! Nein, lass sie, das ist eine... Das ist eine Kollegin von mir. Das ist ein Kollege, das ist keine Kollegin, ich kenne die. Ja, oder Kollege oder was auch immer, keine Ahnung, frag mich nicht. Entschuldigung, wie heißen Sie? Hallo? Alea? Ja. Komm, wir fahren mal in die Höhle des Löwen. Oh nein. Oh doch. Borlas meinst du? Ey, Borlas ist tote Hose, die können alle nichts. Psst, Rasierapparat, Ruhe. Mein Spiel ist gecrashed. Mein Spiel ist einfach gecrashed. Bro.